Das verdankt der FC Bayern dem neu beschworenen Teamgeist. Was im DFB-Pokal hilft, nutzt wohl auch in der Bundesliga, so dachten sich Mehmet Scholl und Alexander Zickler. Letzterer ließ HSV-Torwart Golz bereits nach 7 Minuten hinter sich greifen. Der ehemalige Münchner Markus Schupp war es, der die Bayern erzittern ließ. Nicht aber Oliver Kahn, der in Weltklasseform den Ausgleich verhinderte. Deshalb unzufrieden HSV-Präsident Seeler zur Halbzeit. Hochspringen forderte Oliver Kahn von seinen Vorderleuten. Zu Recht, denn wären sie mal lieber gesprungen bei diesem erstklassigen Freistoß von Harald Spörl zum 1:1 Ausgleich. Der HSV nun überlegen, die Bayern aber clever mit Kuffer und Nährlinger in seinem 100. Bundesligaspiel das 2:1 die Entscheidung. Dabei hatte der HSV einige gute Chancen auf den erneuten Ausgleich. Hier war es Fischer, der aber letztlich an Kahn scheiterte. Teamgeist okay, aber spielerisch überzeugten die Bayern heute nicht.